Mag ihn sehr, vielleicht kennt ihr ihn auch von Chips und Kaviar. Bitte einen Riesenapplaus für Kavus Kalanta! Vielen Dank, Dankeschön. Schön hier zu sein, cool. Es ist wirklich cool für mich, in Charlottenburg zu sein. Ich wohne in Neukölln, ich bin nie hier. Es ist eine wirklich willkommene Abwechslung. Ich habe krasse Wissenslücken. Also ich weiß manchmal ein paar Sachen, aber weiß ich, so richtig entscheidende Sachen gehen an mir vorbei. Ich habe nur damit den Eindruck gehabt, ich habe bis vor einem Jahr ohne Scheiß wirklich nicht gewusst, dass es Madagaskar gibt. Also es ist komplett an mir vorbeigegangen, dass das ein realer Ort ist. Ich dachte, das ist so ein Fantasy-Ding wie Atlantis oder Israel oder so. Und dann hat sich... Ich finde es auch geil, von Deutschen dafür Applaus zu kriegen. Ihr werdet gerade aufgenommen. Das wird es in der Mediathek geben. Müsst ihr später dem Arbeitgeber erklären. Nein, also ich fand es einfach nur witzig. Nein, no shame. Nicht strategisch klug, Leute dafür zu schämen, dass sie lachen. Es ist aber wirklich, ich habe wirklich nicht gewusst, dass es in Madagaskar gibt. Ja, es ist wirklich an mir vorbei. Bis mir ein Kumpel erzählt hat, dass er im Urlaub nach Madagaskar fliegt. Und ich meinte so, nee, erzähl mal, wohin geht's. Und da gab es so einen richtig komischen Moment. Also, Digga, weißt du nicht, dass es das ist? Ich war so, nein, klar, weiß ich. Jeder weiß, dass es Madagaskar gibt. Natürlich. Ich wollte dich testen. Dann habe ich es gegoogelt. So, Madagaskar real. Und dann kam so Treffer. Wisst ihr, wie enttäuschend das ist, zu denken, dass ein Ort nicht real ist und magisch und dann haben die so eine Arbeitslosenquote? Die haben so Korruption, die haben richtige Probleme. Mega enttäuschend, weil das war vorher ein nicht realer Ort, aber er war magisch für mich und dann war er auf einmal real und einfach nur noch widerlich. Bisschen so, als würde man herausfinden, dass es den Weihnachtsmann doch gibt. Aber er ist einfach nur ein fetter Typ, der für DHL liefert. Du bist so, Santa! Und er kommt so an die Tür und so, ho, ho, kannst du das für Nachbarn annehmen? Das ist schon mein, Alter. Du hast Retro-Perspektive meine Kindheit zerstört. Ich wohne im Erdgeschoss. Alle Pakete kommen bei mir an. Wirklich. Ich bin irgendwie das Paketzentrum des ganzen Blocks geworden. Ich habe manchmal das Gefühl, Amazon hat mich als inoffiziellen Mitarbeiter eingestellt, ohne dass sie mich gefragt haben, dass ich es mitbekommen habe. Ich mache für die deren Scheiß. So, ich glaube, meine Nachbarn können mich mittlerweile als Option beim Bestellvorgang so anklicken. Warum nicht einfach bei dem? Ich habe auch dieses Gerät, ich scanne Sachen für die. Habe diese gelbe Warnweste, kriege keinen Mindestlohn. Ich bin so, hallo? Ich bestelle auch mega viel. Ich bestelle mittlerweile fast alles irgendwie bei Amazon. So, ich bin links, aber Amazon ist praktisch. Amazon ist praktischer als meine Überzeugungen, ohne Scheiß. So, natürlich mache ich mir Sorgen wegen dem Klimawandel und bin für faire Arbeitsbedingungen, aber ich bin Prime-Mitglied, okay, Leute? Ich bin jeden Tag einen Klick davon entfernt, dass irgendein Ausländer mir einen Raumbefeuchter bringt. Ich bin so, Abdul, meine Luft ist trocken, komm schon. Gibt doch Leute mit realen Problemen. Geht nicht immer nur um dich, deine Aufenthaltsgenehmigung. Geht um mich. Apropos Kanaken. Ich fahr viel U8. Für mich irgendwie das Lustigste, was passieren kann in der U-Bahn, ist, wenn eine Gruppe von Asi-Südländern einsteigen und die sind sofort laut und unangenehm. Nehmen sich gar keine Zeit, sind direkt unangenehm. Der erste Typ steigt ein, ist so, ja, es wird laut. Also, es wird einfach laut. Das Gespräch ist öffentlich. Für mich das Beste an der Situation ist, so linke Hipster-Hippie-Deutsche zu beobachten. So ungefähr wie ihr. Wie die damit umgehen, wie die das so verarbeiten. Ich sitze da so, mir gegenüber ist irgend so ein Mädel mit Dreadlocks, irgendwelchen Festivalbändchen, auf die sie stolz ist. So, ja, ist von der Fusion. Da ist ein richtig cooles Profilbild entstanden. Weil ich sitze da so von einem Zelt im Schlamm in einem heißen Kleid und ex eine Bierdose. Das zeigt, dass ich süß bin und unkompliziert. Typen steigen ein, sofort viel zu laut, direkt neben ihr. Voila, was? Und ich beobachte sie und sie fokussiert irgendwann einfach nur so den Boden und versucht, ihre Überzeugungen nicht zu verlieren. Sitzt da so, nein, ich mag Ausländer, Multikulti, meine Stadt bleibt bunt.
Ich habe Leute mit Dreadlocks in die U-Bahn einsteigen sehen, die sind mit einer Deutschlandflagge wieder raus. Ich weiß nicht, was da passiert, aber irgendwas passiert da. Für mich das Unangenehme ist immer, ich denke mir so, ich sehe die Typen, wie asozial die sind und fühle mich immer mit runtergezogen, imagemäßig. Ich denke mir so, oh fuck, Digi, komm schon, bitte, bisschen weniger, wir sehen uns ähnlich, bitte. Die Deutschen gucken. Alle gucken. Und jetzt fange ich immer zu so abgefuckten Umrechnungsfantasien, um das irgendwie in Zukunft auszugleichen. Ich sehe den Typen und denke mir so, okay, ist gerade so asozial. Wie vielen alten deutschen Männern musst du nächste Woche deinen Sitzplatz anbieten? Um das wieder auszugleichen. Wie oft musst du noch so der Vorzeige-Ausländer sein? So, hallo, dankeschön, bitteschön, gern geschehen. Guck mal, was für Wörter ich kann. Hallo? Hä? Der Typ. Nein, vielen Dank. Danke, dass Bundesrepublik Deutschland. Entschuldigung. Danke, Deutschland. Ich habe eine Lösungsinitiative. Ich bin ein bisschen für Manndeckung. Das ist so mein Ansatz, Manndeckung. Ich finde, so normale Südländer sollten eine App haben. Und dann wird ihnen Assi in der Gegend angezeigt. Und den müssen sie dann decken. Das ist dann so dein Assi, kümmere dich um ihn. Und man macht das immer so zu zweit. Einer geht voran und kündigt den Assi an. Und einer ist hinten und entschuldigt sich einfach nur so. Verteilt Baklava. Ist so, nein, wir sind nicht alle so, was? Ich finde, Südländer sind ein bisschen emotionaler. Man sagt, temperamentvoll ist ein bisschen Klischee, aber ich glaube, da ist was dran. Ich glaube, lassen so ein Gefühl wie Wut eher direkt zu, lassen es direkt raus. Ich glaube, Deutsche im Unterschied unterdrücken eher Wut so lange, bis es nicht mehr geht und dann bauen sie direkt Lager. Das ist einfach ein Unterschied, ist ein anderer Ansatz. Vielen Dank, mein Name ist Carlos Kalander. Dankeschön. Applaus! Applaus an Carlos Kalanta. Vielen Dank, Carlos. Riesig. Nice.